Über die weitere Entwicklung an den Märkten spreche ich jetzt mit Professor Stefan Homburg. Er ist Direktor des Instituts für öffentliche Finanzen an der Leibniz-Universität Hannover. Herr Professor Homburg, gehen wir gleich in die Vollen. Für wie sicher halten Sie den Euro im Moment, beziehungsweise wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Währungsunion in Europa wirklich auseinanderbricht? Also was die kurze Frist angeht, kann niemand das sagen. Es wäre eine politische Spekulation. Aber dass der Euro langfristig nicht haltbar ist, das denke ich, ist sicher. Das ist sicher. Man kann sich nicht vorstellen, dass diese unsäglichen politischen Sitzungen, die wir jetzt seit über einem Jahr erleben, dass die Jahre oder Jahrzehnte noch fortgeführt werden. Insofern wird die Eurozone irgendwann zusammenbrechen, aber ob das in 2 Wochen oder in 3 Jahren ist, das kann niemand vorhersehen. Das wissen die beteiligten Akteure auch nicht. Sind die Überlebenschancen für den Dollar besser, weil die USA eine zentrale Wirtschafts- und Finanzpolitik haben? Ja, also der Dollar, der hat gute Überlebenschancen oder sogar allerbeste im Grunde. Die USA sind jetzt in einer Finanzsituation ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Und sie werden sich wahrscheinlich auch ähnlich befreien, eben durch mäßige Inflationsraten. Die USA hatten ja in den 70er Jahren durchweg Inflationsraten zwischen 10 bis rauf zu 20%. Dies mit einigen weiteren Instrumenten kombiniert, erlaubt den USA, sich zu entschulden. Der Dollar wird dann nicht mehr so stabil sein. Er wird auch vielleicht seine Stellung als Reservewährung einbüßen, aber er wird nicht durch ein anderes US-Zahlungsmittel ersetzt werden. Das ist vollkommen sicher. Herr Professor Homburg, wie beurteilen Sie denn den Job von Angela Merkel und Nicolas Sarkozy im Moment? Ich finde, dass gemessen an den jeweiligen Interessen Sarkozy einen guten Job macht und Frau Merkel nicht. Wir haben es in den letzten 1,5 Jahren mehrfach erlebt. Deutschland sagt, wir wollen etwas nicht. Frankreich sagt, wir wollen Rettungsaktionen, Bankenrettung, Bailouts. Dann treffen sich die beiden und am Ende steht dann Herr Sarkozy als Sieger da. Und es wird nur verbal verbrämt, dass Deutschland im Grunde auf ganzer Linie verloren hat. Denken Sie an den letzten Gipfel. Sarkozy wollte keine Beteiligung privater Gläubiger. Merkel wollte eine Beteiligung privater Gläubiger. Herausgekommen ist, das ist doch ein sprachlicher Witz, eine freiwillige Beteiligung privater Gläubiger. Freiwillige Beteiligung an Verlusten heißt aber keine Beteiligung an Verlusten. Ja, die Bürgschaften von Deutschland allein für Griechenland belaufen sich zurzeit auf rund 170 Milliarden Euro. Wenn Deutschland jetzt wirklich haften muss, ist das Geld auch ziemlich schnell fort und der Steuerzahler ist der Dumme. Was meinen Sie? Also es gibt in vielen Punkten Streit, auch zwischen Wirtschaftswissenschaftlern. Aber ich denke, in einem Punkt gibt es keinen Streit, nämlich dass Griechenland in einem technischen Sinn insolvent ist und die Schulden niemals zurückbezahlen können. Deshalb sind es hier auch keine Kredite von Deutschland an Griechenland, sondern das sind im Grunde verlorene Zuschüsse. Insgesamt sind die Zuschüsse noch wesentlich höher als in Ihrer Frage enthalten, denn es geht nicht nur um die direkten Hilfsprogramme, es geht auch um die sogenannten Target-2-Salden im EZB-System und um das durch mangelnde Sicherheiten insgesamt korrumpierte EZB-System. Da wird also im Zweifel noch mehr auf uns zukommen, als man bisher ausgerechnet hat. Herr Homburg, Sie selbst haben im Juni ja noch griechische Staatsanleihen gekauft. Sie meinen jetzt, Griechenland ist insolvent, dann rechnen Sie auch nicht damit, dass Sie Ihr Geld noch zurückbekommen, oder? Ich habe sogar gesagt, dass ich sicher bin, mein Geld zurückzubekommen, weil ich, so habe ich das damals formuliert, an die Dummheit der Bundesregierung glaube. Die Anleihen, die ich besitze, die haben noch eine Laufzeit von ziemlich genau 1 Jahr. Und dass Deutschland noch 1 Jahr weiter Geld nach Griechenland pumpen wird, das halte ich für ziemlich sicher. Die Bundesregierung ist bereit, dem deutschen Steuerzahler beliebige Lasten aufzubürden. Ich habe eingangs ja gesagt, auf längere Sicht, also wenn wir einen Zeitraum von 2, 3 oder mehr Jahren betrachten, wird das so nicht haltbar sein. Da werden in Deutschland auch neue Parteien entstehen
Und die etablierten Parteien, ob nun CDU, SPD oder Grüne, die es ja noch schlimmer treiben würden, werden derart abgestraft werden, dass sich ein Politikwechsel ergibt. Aber bis zum nächsten Jahr wird man noch mit einer Griechenland-Spekulation mit guter Wahrscheinlichkeit Gewinne machen können. Ja, was mögliche Euro-Bonds angeht, sind ja die Wirtschaftsexperten auch zwiegespalten. Damit wäre man ja eigentlich in der Transferunion endgültig angelangt, was die Maastrichter Verträge ja verboten haben, oder? Natürlich, also der juristische Aspekt ist, dies ist ein weiterer Vertragsbruch. Aber die Staats- und Regierungschefs haben den Lissabonner Vertrag nun schon so vielfach gebrochen, seit Jahren, dass es darauf im Grunde auch nicht mehr ankommt, wie man es zynisch sagen könnte. Zu Ihrer Frage, ich glaube eigentlich nicht, dass Wirtschaftswissenschaftler bei Eurobonds gespaltener Ansicht sind. Sie finden natürlich immer eine Einzelmeinung aus irgendeiner Lobby im Zweifel, aber die ganz überwiegende Mehrheit sagt doch, dass das Eurobonds eben im Grunde nur die Komplettierung der Katastrophe sind. Also es gibt hier einen eigenen Aufruf, den über 150 Professoren der Volkswirtschaftslehre unterschrieben haben, dass man Eurobonds auf keinen Fall einführen sollte. Auch wenn die Einführung der Eurobonds begleitet wird von diesem immer gleichen Gerede, nur mit strengen Regeln und so weiter, wissen wir doch seit dem Maastrichter Vertrag vor 20 Jahren, strenge Regeln nutzen nichts, weil sie einfach gebrochen werden von den Staats- und Regierungschefs. Herr Professor Homburg, Sie haben gemeint, Griechenland ist längst pleite. Wie schaut es mit Italien und Spanien aus? Die müssten doch eigentlich auch schon längst pleite sein. Wie schätzen Sie hier die Lage ein? Das ist nicht so einfach zu sagen. Also, ich hatte mich vorhin bezogen auf eine Meinung von 100% aller Analysten und Volkswirte, dass Griechenland technisch insolvent ist. Also, sie können nicht ihre Schuldenstandsquote von 150% bedienen. Sie müssten, wenn sie nicht Hilfe von anderen Staaten bekämen, 16% auf 150% Schuldenstandsquote zahlen. Das ist vollkommen unmöglich. Also es gibt keine wie immer gearteten Sparmaßnahmen oder Steuererhöhungen, die das überhaupt zulassen. Bei Italien und Spanien haben wir im Moment noch erheblich geringere Schuldenstandsquoten, vor allem bei Spanien. Und wir haben auch wesentlich niedrigere Spreads, also Zinsen. Und deshalb denke ich, in den beiden Fällen ist es nicht so sicher. Aber Sie haben natürlich recht, dass das Vertrauen schmilzt auch bezüglich Spanien und Italien. Und bei Italien kommt hinzu, dass die Anleger sich ausrechnen können, Italien wird nicht gerettet. Das ist der große Unterschied zu Griechenland. Also Griechenland ist ein kleiner, ökonomisch unbedeutender Staat, den man auch ohne Probleme hätte in Insolvenz gehen lassen können. Bei Italien ist das anders. Italien, das ist der drittgrößte Bondmarkt der Welt und es wird nicht funktionieren, eine Rettung. Und insofern ist da eine Unsicherheit, auch bei mir. Man weiß nicht, ob sich die Italiener jetzt in den nächsten Monaten berappeln und zu ernsthaften Sparbemühungen aufraffen werden. Was passiert denn, wenn Frankreich von den Ratingagenturen abgestuft wird oder vielleicht am Ende sogar Deutschland? Könnten dann die Räter nicht ganz schnell zu Gejagten werden? Das ist schon jetzt absehbar. Also wir freuen uns im Moment noch über unser AAA, aber das AAA ist schon so gut wie weg. Ich würde uns kein AAA mehr geben. Denn es kommt bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit nicht nur auf die eigenen formalen Schulden an, sondern auch auf die Haftungen, die man für andere übernommen hat. Wenn Sie die deutsche Schuldenstandsquote und Defizitquote nehmen, da sind die Garantien gegen Griechenland ja gar nicht mit eingerechnet, auch Portugal, Irland. So, man tut so. Das ist die Illusion, die Finanzminister Schäuble fortwährend schürt. Man tut so, als hätte Deutschland Forderungen gegen diese Staaten, die irgendwann bedient würden. Das ist aber unsinnig. Und sobald die Analysten dies bei ihren Berechnungen berücksichtigen,
dass insbesondere Griechenland niemals diese Forderungen gegenüber Deutschland erfüllen wird, sieht die deutsche Schuldensituation wesentlich schlechter aus, als es rein optisch im Moment zum Ausdruck kommt. Und dann ist selbstverständlich auch das deutsche AAA in Gefahr. Professor Stefan Homburg, vielen Dank für das Interview. Danke auch. Wiederhören.